fertig. Dann so, können wir weg. Jetzt komme ich zu dir. So. Natürlich gefährlich so nah an Kavala, aber brauch ein bisschen Geld auf der Hand. 98. Andi, wo bist du denn? 100. 5000. War es jetzt nicht wert, aber ich habe wieder 10.000 auf der Hand. Okay, gib Gas. Andi, wo bist du? Komme. Achso, pass auf, wie ich alles gut. Warte, wechsel kurz. Wechsel ganz kurz mit mir. Also steig kurz aus. Komm nach hier vorne. Ja, ich stehe hier vorne mit dem Quad. Ja, ich komm. Willst du fahren? So, ich gehe auf den Fahrerplatz. Du hast mir. Das ist immer so eine Sache für sich, Alter. Hubschrauber? Kannst du auch mal machen, auf? Bin weg. Und auf geht's. Warte mal. So, jetzt bin drauf. Da musst du jetzt mal ein bisschen lotsen. Also noch 75 unten, aber das ist mir scheißegal gerade. Wo müssen wir hin? Was hast du gesagt? Piss dich, du blöder Heli. Agios. Der fliegt aber Richtung Kavala, also von daher. Gut. Agios, das war jetzt nur eine Tankstelle und das werden wir dann noch ein paar Mal wiederholen, weil, ja, ist ganz nice. Koroni, Galati, Sirta. Ich werde dir sogar noch das Geld für eine Waffe leihen, weil wir dann beide so ein bisschen die Tankstellen hier ausrauben. Was hast du gesagt? Agios? Wo ist das Agios denn, Alter? Dionysos. Wo ist das denn? Richtung Airfield hoch, Todeskurve. Ach da, okay, alles klar. Ihr müsst da auch gleich machen. Ach da, okay, alles klar. Oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, brauchst ja nur geradeaus fahren, immer die Hauptstraße. Also die nächste Tankstelle, die kommt, die wurde schon mal überfallen. Brauchst nur die Hauptstraße langfahren. Nee, ich meine ein Waffenshop. Die sind so, das ist so ein rotes, gekrisseltes. Oh, nee, die wird gerade überfallen. Oh. Na, haben sie wieder die Pfirsichflöcke überfallen hier oder was? Manu, fahr weg da! Hallo. Denk dran, jetzt kommt die Todeskurve, ne? Hallo, ja. Gib mal Gas da. Oh ne, der hat noch eine Knarre, Alter. Was soll der Scheiß, Alter? Ist der Macker doof oder was? Na, ganz toll, ey. Warte, vorsichtig. Weil da oben in dem Kaff gibt's auch einen Waffenladen. Ja, mit dem jetzt Ding kommst du nicht mehr weiter. Ich sag ja, Andi, wir müssen uns eine Knarre holen, sonst hast du hier keine Sonne. Ich hätte die Macker so über den Haufen geballert. Ich will mir DPL holen, aber irgendwie auch nicht. Ach, das sind die gerade anderen vorbeifahren. Und die Bullen machen hier nix. Dankstelle überfallen. Ja, ganz toll, ey. Das ist echt eine gute Aktion hier, ey. Hier wäre DPL. Ja, aber kann ich nicht machen. Kann ich ihn machen. Er schießt einfach ohne Grund auf uns. Er schießt einfach ohne Grund auf uns, der Typ auf den Quad. Ohne Grund. So, ich glaube, die haben das gleiche Auto. Andi, wie hieß der? Relativ genauso. Keine Ahnung. Ich habe das gerade der Polizei gemeldet. Ja. Dass ich nicht so schnell fahre. Mann. Ich habe ein bisschen Angst in den Kurven. Er ist hier hinten lang gefahren. Vielleicht steht auch hier irgendwo. Ja. Pass auf nicht, dass es sich abknallt. Dann hat es sich sowieso gelohnt. Achso, ich habe mir. Ah nee, lieber nicht. Sonst ist mein Rucksack gleich schon wieder weg. Sobald wir in Dings sind. Also sobald du dein Dings abkassiert hast. Ruhig mal jetzt bitte. Ruhig mal kurz. Jo. Sorry. Scheiße. So. Dann mutet euch beide doch mal ganz kurz, oder? Hier, was ist da ein Mikro rauscht die ganze Zeit? Alles klar, ne? Jungs, die wollen gerade geschossen. Hallo, wir sind gerade beschossen worden. Hier auf ihn gerichtet, oder wie? Auf mich und auf meinen Kollegen auf von ihn. Nullstock gerichtet. Ja, genau. Auf mich. Der junge Mann mit dem Quad ist da. So, hatten sie auf sich? Reingefahren. Bitte? Hat jemand mit dem Quad auf sie geschossen? Ja, genau. Nein, mit einer Waffe. Vom Quad abgestiegen. Der hat uns gereift und der ist vorne rechts reingefahren. Links reingefahren. Links rein, der ist auf dem Quad alles unterwegs. Klar, wir werden mal nachgucken. Ja, ich glaube, das auch alles gesehen. Okay. Gibt's denn noch ein ADAC? Gut. Nein, zurzeit keiner auf der Insel. Können ihr uns helfen bei dem Rad reparieren? Jo, ich könnte ihn den kurz reparieren. Das wäre nett. Das wäre super. Da könnten Sie meinen vielleicht auch gleich, wenn Sie schon mal dabei sind? Das habe ich gerade eben gemietet. Die restlichen, die brauche ich noch. Was ist jetzt?
Dein Kopper, dein Kopper. Wo? Ah ja, da ist er. Da, da kommt er. Da, da kommt er. Waffe weg. Stecken Sie die Waffe weg. Absteigen. Wer steigt eh nicht ab, seht ihr? Er fährt immer weiter. Ich werde ihn gleich abgeballert. Und weg ist. Hier mitten, in, mitten zwischen der Insel angehalten und ist abgestiegen, hat auf uns geschossen. Ja. Hier da hinten fährt er doch, oder? Fährt er da? Hier, da fährt er doch. Feier. Ah nee, sind, ist er nicht. Nee, nee, ist er nicht. Nee, das sind die nicht. Mal an die. Wollen wir weiter oder was? Würde ich sagen, wa? Fährst du? Ja, ich kann auch fahren. Wir sparen schon wieder Schlimmes. Wir haben ja nichts zu verlieren. Wenn sie da stehen, halten wir an und entschuldigen uns erstmal. Ja, genau. Heute entschuldigen wir uns. Da ist ein Polizeiding, da ist ein Polizeiding, oder? Hab ich das falsch gesehen? Warum lenkst du eigentlich die ganze Zeit nach links? Hier ist auf dem Polizeihauptquartier. Mach ich gar nicht. Aber er hat. Jetzt habe ich eben nach jetzt link, jetzt lenke ich nach links. Egal, die Cops können nicht so schnell spawnen. Hat er uns gerade zurückgebracht? Was denn? Warte mal, ich glaube, es ist gleich Restart. Irgendwo ging es hier links rein. Ja, du musst mich, Ja, ganz genau weiß ich auch nicht, wo es steht. Ich glaube, wir müssen das Auto hier suchen. Stopp, da steht er! Wo? Stopp! Umdrehen. Nächste, rechts rein. 21. Ach da, jo, stimmt. Alter. Alter. Siehst du jemanden? Nein. Gut. Schließ ab die Kiste, ne? Also, da war ja jetzt auch der verschwindet Zeichen sowieso nach dem Restart gleich. Okay. Dürfte eigentlich niemand da gewesen sein. Ja, dann weiß ich, willst du jetzt das Reparaturpack verbrauchen? Also, wenn gleich Restart ist, nicht. Nö, meine ich auch, ne? Du machst das hier eh keinen Sinn. Doc, du liegst noch hier. Hm. Geht ihr also wenn ich seh 18 mal gegrillt ist. So, da guckt ihr das mal an. Die Kiste ist so zerballert, ne? Wir haben nicht eine Waffe, außer eine Handfeuerwaffe, ja, aber wir haben nicht zurückgeschossen, weil du saß ja auf dem Beifahrersitz, ne? Doch, ich habe ja nur letztendlich noch geschossen. Ja, wo du ausgestiegen bist. Nachdem die eine halbe Stunde auf uns eingeballert haben. Da kannst du mal sehen, was das für feige Leute sind. Also, das ist doch scheiße sowas, also das ist. Naja, immerhin, ich habe jetzt 18.000. Huch. Gut, also das Essen habe ich schon mal gerettet. Sollte jetzt gleich Restart sein. Mhm. Würde ich aus dem Auto rauskommen? Ja, will ich ja. Ja, aber. Aber sie sind so fair gewesen und haben uns das Fahrzeug da gelassen, ne? Die müssten doch eigentlich noch eine Nachricht senden, bevor die. Also 4.000 habe ich noch. Jetzt geht's los. Gut. Was hast du gesagt, welcher DP? Geht's nach Tür. DP 23. Oha, okay. Ja, genau. Ja, der ist unten, der ist unten Richtung, Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jo, hab ihn schon. So, ich fahr wieder Panagia. Durch. Panagia, genau. Versuch wieder auf die Hauptstraße zu kommen. Ich hab den besten Taxifahrer überhaupt, Alter. Eigentlich könnte ich ja Night Vision ausmachen, könnte mich zurücklegen und schlafen. Ja, das stimmt. So, jetzt. No. Wir sollten das abholen und bringen das jetzt ganz schnell zu DP8, da wird das nämlich schon erwartet. Ja, genau. Und ich bin nur dabei, ich muss ihn zwischendurch immer ein bisschen streicheln. Zwischen der Beine. Da haben sie aber noch ein ordentliches Stück vor sich. Ja, ich weiß, deswegen ja, sehr lange etwas Stück. Unter Zeitdruck. Ich bin ja dabei, also ich streiche ihn immer zwischen die Beine, dann geht das. Gut, hätten Sie was dagegen, wenn wir mal Fahrzeugschein sehen dürften, einmal Führerschein. Können Sie gern machen, und einmal. Sie gern machen. Ich bin der Fahrzeugführer, gut. Der Halter und... Gut, wie heißen Sie dann? Haben Sie mal Personalausweis?
gut, Herr Silvester, ich werde Sie dann einmal festnehmen, ne? Sie beide nur zu unserem Eigenschutz. Natürlich, tun Sie Ihre Pflicht. Gut, es wird einmal kalt, Achtung. Natürlich aus Metall, Plüsch haben wir noch nicht. So, was haben Sie gesagt? Plüsch haben Sie noch nicht. Ja. Das ist aber ganz schön kalt. Ja, ich bin der Fahrzeughalter. Ja, ich bin der Fahrzeughalter. So, haben Sie auch einen Führerschein? Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Ja. Wo kann ich den denn finden? Im Portemonnaie vielleicht? Ja, hinten rechts im Portemonnaie. Ja, hinten rechts im Portemonnaie. Gut, ich guck mal. Ah, da ist es ja. Er kriegt... Gut, so. Er muss ganz tief gucken, du. Nein, ich habe keine Süßigkeiten dabei. Ich habe nur... Sie können mich gerne durchsuchen. Ich habe weder... irgendwas Illegales dabei, noch sonst irgendwas. Wir sind einfach nur, sehen Sie auch an der Farbe unseres Autos. Es geht nur darum, ob es was Spitzes ist, was mich verletzen könnte. Nein, ich habe noch nicht mal ein Taschenmesser dabei. Huch, die Handschellen sind so kalt. Gut. Bei Ihnen guck ich mal. Also, ich muss mal mit Ihrem Chef reden, dass Sie langsam mal Plüschhandschellen kriegen, weil das ist echt ganz schön kalt. Ich bin ganz arm. Also, Dian, ich habe jetzt gerade, nochmal, ich hatte noch einen kleinen Verdacht. Hatte ich nochmal einmal das Video angeguckt, was wir gemacht haben. Und da ist nämlich drauf, dass der Herr zu meiner Linken hier gefahren ist. Nein, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Ich kann nicht fahren. Das kann nicht sein. Er kann ja gar nicht fahren, der ist Praktikant bei uns. Er darf auch gar nicht fahren. Kommen Sie mal mit, steigen Sie mal ein. Dann werden Sie das sehen. Das sieht doch ziemlich stark nach der Kleidung von dem Herrn aus. Nee. Sagen Sie mal, was liefern Sie denn? Blutkonserven. Nach DP8. Okay. Also, ich kann da nichts sehen. Das ist, Nee. Nee, das ist, weil wir unser Licht vergessen haben, eben anzumachen, weil wir vorne an der Schranke kurz anhalten mussten. Genau. Wir hatten Angst vor anderen Leuten. Und, das ist, nein, das bin eindeutig ich. Der fährt, weil ich bin der Führerschein hat und der junge Bursche. Ich kann doch nicht mal Mofa fahren, hallo? Genau, und ich setze meine Firma nicht aufs Spiel und lasse jemanden fahren, der keinen Führerschein hat. Da ist mir meine Firma zu wichtig. Ich bin Paketlieferant, ich mache dringende Lieferungen und das ist mir viel zu wertvoll, als das jetzt alles zu verlieren. Gut, alles klar. Also wie gesagt, er... Ich mal, sind wir soweit durch und wünsche noch eine schöne Weiterfahrt. Jo, danke schön. Ja, danke schön. Dankeschön. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und Vorsicht, hier irgendwo hapert ein Hubschrauber die ganze Zeit. So. Alter. Geil, Alter. Das ist so geil, ey. Hat er echt ein Video gehabt oder was? Quatsch. Nein, ne? Nein, ich hab gesagt, das bin eindeutig ich. Wir haben vorne an der Schranke anhalten müssen. Ja, meine ich doch. Jetzt nicht allzu machen und Geil, Alter. Aber das war wenigstens geiles RP, weißt du? Ja, genau. So läuft das. Mal ganz kurz ein, weil mit 35.000 rumzudüsen ist nicht so ganz schön. Ich habe jetzt 52. Oh ja, dann wirklich mal den nächsten Geldautomaten aufsuchen. Ja. Also wir sind da, wo seid ihr? Wir brauchen. Ich denke, ihr habt noch 1,6 Kilometer. 5,5. Ja, aber hier kommen noch so komische grüne Dinger. So einer Zapfsäule. So, Ali, stopp, jetzt links. Ja, stimmt, wie nennen die sich noch? Ach, jetzt, stimmt, genau. Das sind Tankstellen. Ja. Alter, seht zu, dass ihr euren Arsch hierher bewegt, wir brauchen eine Waffe. Ja. Überfallt eine Tankstelle. Du Arsch, Alter. Und hier ist ein Bankautomaten, ne? Ich wollte gerade das gleiche vorschlagen. Oh. Oh, guck mal, hier ist auch ein Bankautomat. Gehen wir jetzt zum Bankautomat und dann, hä? Ja, okay, oder? Gut. Ja, klar. Mach mal.
Aussteigen. Aussteigen. Fahrzeug abschließen. Wie viel hast du gekriegt? Insgesamt habe ich jetzt 40. Jetzt haben wir 82.600. Das heißt, wir könnten uns eigentlich noch so einen zweiten Jeep holen. Bist du verrückt? So, ich habe. Du meinst wegen Dunkel, ne? Ja, aber Doc, was wir jetzt auf jeden Fall erstmal machen ist, du kriegst jetzt erstmal Lappen. Die 1000 sind es mir wert. Was, die 1000? Ich komm an den ATM hier nicht ran. Die 1000 sind es mir wert. Nee, der Tankstellenwart, das ist auch ein ATM. Ja, aber wenn ihr die Tankstelle gerade ausgeräumt habt, Haben wir ja nicht. Ah, hier ATM. Ja, wir sind hier, wir haben noch nicht ausgeräumt. Ach scheiße, Andi, hast du was zu trinken dabei? Ja. Gib mir mal was. Ich hab nicht erschreckt mich, ich erschieße einen Hasen. Oh, es ist tot. Oh ja. Danke, Andi. Hase erschossen. So, warte mal. Z. So, benutzen. Irgendwie will er mich verarschen. Also. Wieso? Ich kann immer nur ganz kleine Beträge einzahlen. Er übernimmt nicht diese... Relog mal, ich fahr mal zur nächsten Stadt. Also ich fahr mal ganz kurz zurück nach... Oder warte. Wo seid ihr denn jetzt? Spawn mal bitte in Kavala. Ich fahr rüber nach Kavala und relog mal. Okay? Ja. Weil dann ist es ein... Also relog und dann spawn in Kavala. Gut, hier. Dann fahren wir jetzt auch eine Kavala runter und holen erstmal Doc einen Führerschein. Nee, weil er kann nur ganz, ganz kleine Beträge einzahlen und abheben und es ist anscheinend, kann eigentlich gar nicht sein. Fetter Bug, ja, ich habe jetzt keine Mission angenommen, oder soll ich noch einen annehmen, Doc? Nee. Wir lassen uns von den beiden die Knarren geben und dann machen wir erstmal ein paar Tankstellen. Ja, genau. Lass mal ein bisschen auf die Liste kommen hier, geht ja aber gar nicht. Ja. Roto, wollen wir da noch einen Abstecher zu den zum Waffenhändler machen für nochmal Handfeuerwaffen? Können wir machen. Ja, würde ich auch sagen. Ich habe eine ACP 45, die kann ich dir geben, Andi. Ja. So, also was wir machen können, pass auf, Philipp. Wir holen jetzt erst einmal den Führerschein. Doc, wie viel Geld hast du noch? Ich habe 8.000. Gut, dann legen wir gleich noch zusammen. Wir holen noch einen zweiten Jeep. In Dunkel. Okay. Und dann können die zwei einen Jeep nehmen, weil die sind schneller. Und wir nehmen einen. Dann sind wir besser unterwegs, weißt du? Ja. Oh, wie schießt der auf mich? Wow. Hä? War das jetzt ein Lag gewesen? Schießt jemand auf dich, Mike? Weiß ich nicht, hier wird geschossen. Ich geh erstmal in einem Haus. Ja, genau. Ich... Ah, du bist in Kavala, ne? Ja. Doc, lohnt mich mal grad. In Kavala wird geschossen, weil ja. Ich lohnt mich, Achtung, warte. Immer geradeaus. Geradeaus. Mit der Hauptstraße folgen hier. Oh ja, hier wird geschossen. Mal geradeaus. Wow. Immer geradeaus. Hörst du das? Ja. Leichte Kurve gleich. Leichte Kurve. So, Achtung, jetzt kommt die Hauptstraße rechts. Gut. Ja, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Alles klar. Was geht hier ab? Was ist hier los? Mann. Er fliegt ein Hummingbird rum, auf den schießen sie. Ach so, okay. Ja, weil der die ganze Zeit hier arbeitet. Die Polizisten können jetzt auch schon Hütchen stellen? Ja, die können die sogar Straßensperren richtig errichten. Geil. Weißt du, diese Steindinger, wie sie vorne auch stehen. Okay. Holst du mal den Universalschlüssel? Dann nehmen wir
nehmen einfach sein Fahrzeug. Kann man die nehmen, ja, diese ja. Dinger? Nee, mal gucken. Nein. Okay. So, ich komm nach Dings reingefahren, nach Kavala. Okay. Mach aber kein Kraste rein. Roto, und ich würde sagen, Andi, wir treffen uns aber nicht in Kavala, weil die Waffen sind weg und unser Geld ist weg. Nein, die Waffen sind nicht weg. Nein, weil ja. Sie mir irgendeiner klaut oder sonst irgendwas, oder... Nein, wie wollen sie dir die klauen? Du kannst in keinen Rucksack reingucken. Lassen Sie bitte meinen Kollegen... Ach so, muss ich die PDW jetzt in den Rucksack stecken, hier im Kavala, oder was? Am besten ja. Ja, tu es am besten. So, lass mal schnell in die Boulderin. Bin hier. Ich bräuchte dann von dir auf jeden Fall noch, ich glaube 3000. Warte mal, ich flitze mal kurz da hoch, ich guck mal, was der Dings kostet. Okay, ich hol die schon mal. Hey, Mike? Ja? Wir treffen uns dann weiter unten am Schildkrötenhändler. Ja. Weil der ist ein bisschen außerhalb, deshalb bin ich ja, so ganz... wir nehmen Mike dann mit. Warte. Ich geh jetzt erstmal schnell gucken. Zum ATM und bring versucht. Alter, ich schieße einen Raketenwerfer hier rum. Ist der bescheuert oder was? Das waren die Cops. Boah. Bin ich jetzt vorbeigerannt oder was? Er fährt den ganzen Tag mit seinem Kart rum. Okay, ich bin jetzt beim Schildkrötenhändler unten. Achso, ich brauche ja einen Führerschein, ne? Warte mal, ich geh schon mal hin. Ja, hol dir einen Führerschein, mein Geld reicht. Oh, was? Oh, hier liegt was. Oh, ich habe gerade ein bisschen Munition gefunden. Oh, 6,5. 30 Schuss hülsenlos, 6,5 für Standardmunition. Doc, hast du gehört? Ja, was denn? Mein Geld dürfte reichen. Alles klar. 82,5 kostet der Jeep. Ja, alles klar. So, Moment, dann... Den hole ich jetzt gleich. PDW nimmst du den gelben mit? Da rein. Ja, mach ich. Schlüssel hast du ja rein. Noch, ne? So, jo. Warte mal, nee, für den gelben hast du mir keinen gegeben. Doch. Achso, ja, stimmt. Okay, ja, hast du. Alles klar. Alter, hier fährt einer mit dem Kart rum. Ja. Ach, hier ist doch der Macker, der uns vorne auf uns geschossen hat. Ja, nee, komm, scheißegal. Lass uns abhauen hier. Ich fahr jetzt mit dir da hoch, weil mit 83.000 in der Tasche, Alter, ist mir das nicht so geheuer. Ich kann wieder bloß immer 500er inzahlen oder 100. Das ist ganz bescheuert. So, wohin? Hier erst einmal rumdrehen und dann vorne an der Hauptstraße links hoch. Gibt's doch nicht, ey. Achso, zur Garage meinst du, oder was? Bitte? Zur Garage oder wohin willst du? Nein, links hoch. Wieder Richtung Dings raus. Einmal rumdrehen. Aber warte mal, der Mike ist ja auch hier, ne? Ja, aber ich kann immer bloß... Vorsicht! Oh Gott. Ach, Philipp, bist du das? Ja, das bin ich. Okay. Nee, wir holen mal den anderen Jeep. Wollte ich nur nicht andotzen. Wir holen mal den anderen Jeep. Beste ist, du bringst dein Auto schon mal in die Garage. Ja, gleich. Du musst sagen, wo ich langfahren soll. Roto, wo bist du? Am ATM. Ich versuche immer noch mein Geld krampfhaft inzuzahlen. Ganz kurz. Ha, jetzt hat sie geklappt. Was? Mein Geld entzahlen. Jetzt habe ich noch 800. Die werde ich auch behalten. Ja, ich habe auch noch 800. So, also, mein Wagen steht da oben auf den Parkplätzen. Du kannst die Handfeuerwaffe ins Holster nehmen, aber du musst halt Shift H drücken, damit du so einsteckst. Ja, das habe ich. Ich hab's im Holster. Ach, da ist der Grüne, der euch ausgeräumt hat. Ah, nee, oder seid ihr das? Das ist unser. Das haben wir gerade gekauft. Den hab ich gerade gekauft. So, habt ihr beide Führerschein, Philipp? Ja, wir haben beide. Gut. Wir dürfen beide offiziell fahren. Ja, wir jetzt auch. Doktor Fahr, der hat sich Führerschein geholt. wie viel Geld hast du jetzt insgesamt, Roto? Irgendwann um die 52.000. Gut. Wir fahren, Moment, bevor wir was machen, Andi, wir müssen nochmal ganz kurz zum Krankenhaus, wir sind beide verwundet. Das heißt, wir würden uns lieber auf Full Health fahren. Also ich bin jetzt auf Full Health, also durch das Auslocken bin ich wieder... Ja, genau. Okay, aber ich müsste jetzt mal ganz kurz zum Krankenhaus.
Kostet sich aber 100 Dollar, ne? Der ist mir scheißegal. Der sitzt ja auch in seiner Karre drin, als wenn nichts passiert ist. Hallo? Hallo? Guter. Guter. Bist du da? Wo kriegt man denn hier ein schönes Bierchen? Kühles vor allem. Kühles vor allem. Wir fahren gleich mal noch zum Autohändler, weil... Naja, ich weiß nicht. Ich will mir vielleicht auch noch ein... Du bist ja... größeren Jeep holen. Ein Knetsack. Die können nicht. Hast du zugeschlossen? Ja, ich habe zugeschlossen. Was, willst du ein anderes Auto holen oder was? Ja, ich habe ja selber ein Dings und zwei Dinger. Was hat er gesagt? Also ich habe jetzt hier auf dem Konto 66.000. Okay, gut. Wir können... Wie viel kosten die eigentlich in Kavala, wenn du dir sowas, so ein Ding kaufen willst? Was, die Jeeps? Ja. 82,5. 82,5 ist... Ja, ich habe gerade mein ganzes Geld verballert. Ich habe jetzt noch auf dem Konto 900, auf der Hand 600. Geil, wa? Okay, ich bin geheilt. Dann können wir weiter. Achso, warte mal, ich überweise da mal schnell von hier aus, hier ist nicht so viel los, mal meine Schulden zurück. Alter, ey, ich muss um 8 wieder hoch. Wir können Feier machen, wenn du willst. Ich wäre auch dafür. Wir können morgen weitermachen. Überweisen, so. Ja, oder so, komm, dann lass uns die Kisten noch in die Garage bringen. Na los. Ich danke dir. Na, nicht so dank, ich hab zu danken. So, ich lock mich mal aber auch hier auch aus, ich geh nämlich auch ins Bett. Jo. Weil... Ich fahr noch meine Limousine in die Dings. Garage. War heute schon wieder wie die gesenkte Sau. Oh. Was ist das denn schon wieder? Ja, das war ich. Jetzt kommt der auch noch, oder was? Muss ich jetzt anhalten, oder was? Wen meint er denn jetzt? Keine Ahnung. Boah, ich fahr weiter. Ich sehe gar keinen. Siehst du irgendwo jemanden? Ich fahr zur Garage. Soll er daherkommen. Oder das ist der ADAC-Macker. Das kann auch sein. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, du musst das Auto in die Garage bringen, weil ich glaube, ich kann das nicht, oder? Doch, du müsstest es auch können. Oh, Auto. Snowpunk ist noch da, dann würde ich da schnell nochmal hingehen. Mhm. So, ich wünsche einen schönen Abend. Bis dann. Ciao. User left your channel. Wollte Roto gerade sagen, beim nächsten Mal sind wir wieder ein Team. Ja, nee, musst du machen. Ich kann das nicht, Andi. Bei mir sagt er, es befindet sich kein Fahrzeug in der Nähe des NPCs. Es sieht geil aus mit dem Cabo, ne? Na, meine ich doch. Ist cool. Ausweis. Achso, okay, alles klar. Warte mal. Ausweis zeigen, so. Konsolendock. Abend. Hast du jetzt noch schön Let's Played, ja? Ja, warte mal. Ich wollte mich nur ganz kurz hinstellen, weil ich dachte, ich hätte irgendwo angeeckt.